Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TPGTV und zurück zu einer weiteren Folge Manager Duell. Mit am Start ist der Michel. Ja moin Leute, was geht? Genau Leute. Und ja, ganz easy würde ich sagen, ein bisschen zocken. Wir haben jetzt erstmal das Köln-Spiel vor der Nase. Ich schau mal, wie weit denn noch das Bremen-Spiel weg ist. Eieiei, das Bremen-Spiel ist noch ein bisschen weg. Aber das wird es alles in der Fall geben. Simulation gegen Köln, gegen Dortmund und gegen Hoffenheim. Und dann das Spiel gegen die Bremer in dieser Folge noch auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, wir wollen gar nicht allzu lange fackeln und wir müssen jetzt einfach mal wieder gewinnen, Leute. Wir sind so lange jetzt schon ohne Sieg, ohne Punkt überhaupt. Wenn wir dann noch in irgendeiner Weise nicht verlieren wollen, diese erste Runde des Manager-Duells, müssen wir jetzt richtig Gas geben. So, und jetzt kommt auf jeden Fall ein paar Pelotin, kommt wieder rein. Oh mein Gott, die schießen gegen die Latte. Ich habe zweite Halbzeit nichts gerissen bis so. Alter. Und ich habe halt einfach keine Spieler mehr, die Form nicht nach unten haben. Es ist so lächerlich. Du meinst, dass keiner, der nach oben hat? Keiner, der nicht nach unten hat. Das ist doch gut, nicht lächerlich. Alle haben nach unten bei mir, das ist gut, oder was? Ach so, hab ich voll verstanden. Ja. Es haben echt halt einfach alle Formen nach unten bei mir. Der einzige, der nicht hat, ist Mpappe. Alter. Ich kann niemanden einsetzen, die haben alle nach unten die Form. Ich setz einfach nochmal Finn Porrat ein, Mann, der hat noch nicht gespielt. Digga, keine Chance, Mann, ich hab einfach keine Chance. Ich habe so eine absolut bittere Saison, so ein guter Saisonstart und dann so verkackt. Ey, Bremen hat rot und ich verliere. Ey, ich spiele unentschieden gegen Köln. Welcher Platz bist du? Ja, 14. oder so. Was? 13. Oh. Ich habe 5-mal hintereinander verloren eben. Jetzt habe ich das erste Mal seit 5 oder 6 Spielen wieder einen Punkt gemacht, einen unentschieden gegen Köln. Heim. Und darüber muss ich mich freuen. Halilovic auf 183. Oh, gegen Pfosten. Latte Pfosten von mir, ey. Mann. Weißt du, na guck mal, ich muss einfach alle im Bremen-Spiel einsetzen, um dann deren Form hochzupumpen. Digga. Ja, weißt du, und jetzt verletzt sich auch noch Nikolai Müller, einer der wenigen, der keine Form nach unten hat. Ich muss halt echt jetzt hier mit den dreckigsten Spielern spielen, die ich habe. Alter, echt lächerlich, Mann. Ich spiele mit einem 67er Götz. Und einem 61er Porras. Das ist natürlich belastend, ne? Gegen Dortmund! Alter, ich hab no chance. Ich führe 1-0 gegen Dortmund. Was? Ich verliere 2-1. Halt's Maul. Es ist so lächerlich. Ich habe einfach wieder verloren. In schlechten Zeiten, ne? Was? Wie in guten oder in schlechten Zeiten, ne? Alter. Kostic 2 Monate. Onua 3 Wochen. Beide meiner Flügel sind verletzt, jetzt auch noch. Digga! Und Müller ist auch verletzt, ich habe keinen rechten Flügel! Alles Tja. Klar. Dann spielt jetzt Kennedy auf links, Wood auf rechts. Also ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich bin Achter, ne? Ja, 9 Punkte auf dem 6. aber. So, dann kriegt auch mein 59er Jugendspieler seinen ersten Einsatz für mich. In der Startformation gegen Hoffenheim. So kann man spielen. Alter, die Spieler sind. Ich habe eine englische Woche und ich habe einfach keine Spieler mehr, die ich einsetzen kann. Weil ich glaube ich 10 Verletzte habe.
Alter, Giroud hat gegen Darmstadt. Was? 4-0 nice. Sieg gegen Darmstadt. Perfekt. Meine Fresse! Das ist absolut lächerlich. So, komm, heim gegen Hoffenheim. Ich habe gar keine Hoffnung mehr, dass ich nochmal irgendein Spiel in dieser Saison gewinne. Vertreib. Also ich spiele jetzt das. Ich verliere 3-1! 3-1! Köln, ne? Digga, ich bin 13. Ich habe mittlerweile auf den 6. 14 Punkte Abstand. Ja, schrei nicht so, wer ruhig. Und ich habe keinen Innenverteidiger mehr, ist auch nicht besser. Ich habe keine Flügel mehr. Ja, und ich muss mit einem Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung spielen. Ich spiele mit einem Rechtsverteidiger im Mittelfeld. Ich merke schon, wir hätten nicht so teure Spieler kaufen, sondern mehr ausgeglichen. Digga, mein Kader ist absolut breit genug. Ich habe in der Zentrale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Und trotzdem kann ich sie nicht spielen, weil davon 3 verletzt sind. Na, ich gehe jetzt ins Heimspiel gegen Köln. Das will ich natürlich spielen, weil ich ein bisschen weiter bin als du. Ich spiele einfach mit absolut den ganzen Spielern, die Form nach unten haben, damit sie ihre Form einfach nach oben pushen. Ich würde aber aufpassen, nicht, dass du verlierst, ne? Hey, ich spiel's ja selber. Ja, das meine ich ja. Ja, scheiß drauf, was soll ich machen? Wenn nicht ich das rausreißen kann, wer denn dann? Wenn nicht ich, wer dann? Alter, ich habe so viele Verletzte, ne? Ich glaube, ich habe gar nicht genug Spieler, um die von der Bank... Ich glaube, ich muss Verletzten auf der Bank spielen, gefühlt. Aber das Interessante daran, dass hier immer auch gute Zeiten sein können, aber auch schlechte, ne? Ja, Mann. Aber bei mir sind jetzt die ganze Rückrunde, meine ganze Rückrunde ist scheiße. Aber wenn du zum Beispiel jetzt neuen Spieler hast und bemerkst, der ist nicht gut, dann kannst du den mal eben nicht so schnell wieder verkaufen. Ja, Mann, überleg einfach mal. Ich habe insgesamt tatsächlich, ich glaube, in der Rückrunde einen Sieg und einen Unentschieden und den Rest verloren. In 12 Spielen habe ich einen Sieg, einen Unentschieden und 10 verloren. Alles klar. Und ich meine, ich nächste Saison nicht mehr so auf junge Spieler. Wenn ich nächste Saison Spieler kaufe, dann etwas ältere, glaube ich. Weil ich habe ganz schön gute Junge. Let's go. Okay, ich gehe jetzt ins Spiel rein. Ich bin jetzt im Spiel. Alter. Hauptsache, ich gewinne das jetzt mal. Ist der Junge schnell? Wie viel hast du eigentlich gewonnen? 2-0. 2-0? Ja. Maxwell Cornet ist so stark. Wie spielt er bei dir auch? Ich hab ihn gar nicht. Nee, du hast ihn ja nicht. Das ist so geil, ne? 79er Rating, fast das 80er. Bobby Wood, 1-0. Ich muss mich hier so konzentrieren, weil ich hier unbedingt gewinnen muss. Ja. 1-0, jawohl! Let's go, Alter. Wer war's? Wood? Meine Fresse! Es war Bobby Wood, 1-0. Der Stab. Wie viele Minuten ist bei dir? 12.
Also bin ich auch reingestartet mit dem einen von Kostic. Komm, Kostic. Oh, Kostic, was mit dem Kopf heute? Kostic, oh mein Gott, war das geil gespielt. Lattenkracher. Ich hab grad so ein Pech. Aber jetzt. Wie sagt man hier? Kostic. Verdammt. Wer ist bei dir besser, Bremen oder du? Ich. Bremen macht gar nichts. Freischuss. Ich bin jetzt in der zweiten Halbzeit gekommen. Nein, nein, niemals. Alter. Ich hätte so eine Elfenschiebe. Ja, die kriegen noch mal eine Ecke, als ob. Alter, und noch eine Ecke, jawohl. Psst. Lächerlich. Alter, er hat die beste Grätsche, die ich je gesehen habe. Können fast mit dem Ausgleich bei mir. Der ersten Chance. Ja, die hatten eben auch schon eine Chance. Bei mir, Alter. Oh, 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 Dickmeier. Wie ruhig das gerade ist, weil du dich so konzentrierst. Ja, Mann. Und, oh, ich war durch. Ah, fuck, Mann. Sturm bei mir. Oh, Lottin. Fast das 2-0. Komm schon. Jetzt müssen wir es mal hier machen. Wohin, Halilovic? Oh, Adler rettet mir grad so den Arsch. Ja, ist gleich Halbzeit bei mir. Noch 1-0 für mich. Ja, Halbzeit. Der Krieger wird wieder abgeht. Wieder abgeht, der Junge. Wieder abgeht. Oh, über die Latte. Ich hab das nächste Spiel gegen Augsburg. Auch interessant. Sag du auch dann gegen Augsburg. Wie lange geht die Folge schon? Nach dem Spiel ist die vorbei. Schon ein bisschen auf jeden Fall. 15 Minuten oder so. Weiß nicht genau.
Aber ich krieg's gerade gar nichts hin, Alter. Ich krieg's gerade einfach nichts rausgespielt, Alter. Also die nächsten Spiele werden entscheidend bei dir und bei mir sein, weil ich denke, du hast trotzdem noch eine Chance. Wenn ich jetzt in schlechter Form bin, aber du wieder in guter Form. Ja, bist du denn in einer schlechten Form? Ich bin in der guten Form. Ja, also. Ja, aber wenn du auch in der guten Form bist, dann. Ja, aber wenn du mehr Punkte hast als ich, hast du mehr Punkte als ich dann am Ende. Und wenn wir beide in einer guten Form sind, dann machen wir beide Punkte. Ja, aber wenn man dann mal dumme Niederlage macht. Und dafür muss ich ja jetzt erstmal, in eine gute Form kommen. Heißt nicht, dass ich durch einen Sieg auf einmal wieder eine gute Form habe. Ja, ist aber meistens so. Ich mach fast ein Eigentor! Telefon, du gewinnst es nicht. Das wäre richtig bitter. Doppelchance! Nein, ich hätte das 2-0 machen müssen. Oh, zweimal ein Papelot hin. Richtig gefährlich. Och man, komm schon. André Rutsch. Das wird immer gefährlich. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wie steht's bei dir? 1-0. Bei mir auch. Nein! Oh, wäre ich da durchgekommen. Oh, 73. Minute nochmal hinten aufpassen. Abseits. Fuck, okay, 75. Immer spielen wir noch 1-0. Jawohl, 2-0. Okay, gut Job. Die müssen wir folgen. Aber ich merk's, mein Team lässt sich sehr schwer spielen. Meins lässt sich richtig geil spielen, das braucht schon. Mein Controller ist fast leer. Ich hoffe, dass es nicht mehr eine Linksformation ist. Kurz stoppen. Nein, Oh, Lafort, Digga, oh mein Gott. Oh, ich hätte fast noch eins kassiert. Ich merke es so heftig, wie meine Mannschaft sich schwer spielen lässt, ne? Oh mein Gott, Ecke. Moisander köpft ihn knapp drüber. Oh mein Gott, wohin, Alter? Der Torwart kommt mit Köln nach vorne. Mach mir das. Fuck, komm. 85 Minuten. Oh, Modest mit dem Anschlusstreffer in der 90. Ich glaube, das wird trotzdem nichts mehr. Nein, oh. Ich zitter mich hier so zum Sieg, ne? Oh mein Gott. Was? Ich hab gewonnen. Let's go, good job.
Oh nein! Vielleicht ein bisschen unverdient, aber. Bremen, letzte Minute. Oh, Lafort hat ihn, Lafort hat ihn. Okay, okay. Nein. Ey, du weißt nicht, gegen wen ich im Pokalfinale ran muss. Ja, okay. Wen? Gegen Werder Bremen. Lol. Ich hab gewonnen, Alter. Oh mein Gott, was ein Zitterspiel. Was zur Hölle? Jetzt geht's gegen Augsburg ran bei mir. Ja, und ich würde sagen, ich beende die Folge damit, Leute. Endlich wieder ein Sieg. Eieieiei. Oh Gott. Ich bin immer noch 13. Ich habe mittlerweile auf den 10. Platz 6 Punkte Abstand. Ich habe verloren in Augsburg, weil Kostic einen Elfer verschießt. Bro. Der Vor ist kurz vor der 80. Alter. Meine Fresse. Ich würde sagen, Leute, die Form zeigt jetzt bei manchen Spielern wieder nicht ganz nach unten oder wenigstens ein bisschen nach oben. Bis dann, Leute. Ciao.